Hallo. Ja, hallo. Am gestrigen Montag ist was Verrücktes passiert. Da habe ich auch echt gedacht, das darf nicht wahr sein. Da habe ich noch im vorherigen Video über den im Jahre 2016 geschehenen Mordanschlag gesprochen, über die Drogensucht und habe, glaube ich, auch irgendwo den Satz fallen lassen, zu Weed, das rühre ich im Leben nicht mehr an. Und hatte dann ja noch über diesen CBD-Vape-Pin gesprochen, den die Jungs da hatten, wo ich irgendwie voll so ein schönes Body-High von hatte, aber keinerlei Kopfprobleme, weil das gar nicht psychoaktiv ist. Naja, und wie ich glaube ich auch im letzten oder vorletzten Video erzählt hatte, bin ich halt körperlich ziemlich im Arsch, so seit Samstag, weil der Wettkampf halt schon recht hart war. Also, obwohl ich nur zwei Matches hatte, wenn man den ganzen Tag noch mit einberechnet, was man da alles so leistet, das Team anfeuern. Von 9 bis 9 quasi in der Halle zu sein, obwohl diesmal waren wir nicht so lange in der Halle. Trotzdem ist es sehr anstrengend und ich habe auch echt vor allem ja, eine Nackenverspannung, die mich sehr fertig macht. Und gestern hatte ich dann Einzeltraining mit meinem kleinsten Schüler. Und auch wenn er erst 6 ist, lege ich großen Wert darauf, ihm ja, effektives Jiu-Jitsu beizubringen. Und das bedeutet auch sehr großen Wert darauf zu legen, die gegnerischen Extremitäten zu isolieren. Und ich zähle den Kopf als eine Extremität des menschlichen Körpers. Ich weiß nicht, ob es medizinisch so korrekt ist, aber aus Jiu-Jitsu-Sicht ist der Kopf genauso eine Extremität wie der Arm und das Bein. Und es gilt, diese Dinge korrekt isolieren und pinnen zu können. Und deswegen habe ich meinem kleinsten Schüler schon, seitdem er 5 ist, beigebracht, was Crossfaces sind. Auch was Cross-Frames sind und die ganzen Variationen, die es von solchen Dingen gibt. Ja, sehr zu meinem Unglück stellt sich heraus, dass er diese sehr gut anzuwenden weiß. Schon seit längerer Zeit macht er das sehr, sehr gut und eine besondere Leidenschaft dafür entwickelt hat, diese zum Einsatz zu bringen. Und insbesondere auch, ich weiß nicht, ob er da so eine kleine sadistische Ader hat, aber er macht es vor allem auch einfach gerne so, dass es halt beim anderen, also bei mir, so ein bisschen wehtut. Ja, seine Cross-Frames sind Hölle. Seine Cross-Faces sind Hölle. Und er ist auch ganz stolz drauf. Ne? Er sagt das immer wieder, du bereust, dass du mir das beigebracht hast. Ne? Und ich so, ja, das bereue ich wirklich. Und vor allem, er ist erst 6. Er wiegt 25 Kilo. Was soll denn daraus werden, wenn er 50 Kilo wiegt? Oder Gott bewahre, irgendwann ausgewachsen ist. Ich weiß ja nicht, wie groß er so wird. Aber wenn der irgendwann so groß und schwer ist wie ich, dann rolle ich nicht mehr mit ihm. Da habe ich viel zu viel Angst vor. Auf jeden Fall. Es gibt immer mal wieder Tage, wo ich ihm dann im Voraus sage, so heute musst du bitte Rücksicht auf mich nehmen und wir müssen auf den Einsatz von Crossfaces und Crossframes verzichten. Findet er immer gar nicht gut. Und gestern war ein solcher Tag, weil es war wirklich, ich war wirklich echt im Eimer. Und gerade so der Nacken-Halsbereich, da brauchte ich jetzt keinen weiteren Stress. Und am Anfang hat er das auch echt super eingehalten. Aber er und ich schaukeln uns gerne mal hoch, so auch wenn wir dann kämpfen. Ne? Das ist dann halt auch. Ich bin da ja auch nicht immer zu 100% diszipliniert und ich gebe ihm dann halt auch so. Und wenn er mir dann gibt, dann gebe ich ihm wieder zurück und dann haben wir uns auch halt hochgeschaukelt. Und am Ende des Trainings habe ich halt dann doch wieder einige Crossfaces und Crossframes abbekommen. Aber es hat mega Spaß gemacht, das Training. Es war ein sehr, sehr gutes Training. Ja. Jedenfalls. Habe ich dann gemerkt, okay, alles klar, ich muss chillen. Dann hat Niklas Kindertraining gemacht. Da habe ich zugeguckt. Und dann sollte das Erwachsenentraining losgehen, welches ich an dem Tag nicht leiten würde. Das hat einer unserer erfahrenen Leute gemacht. Aber ich bin ja eigentlich immer da. Aber an dem Tag habe ich mich nicht mal umgezogen. Ich war die ganze Zeit da in meiner Straßenkleidung sozusagen, weil ich es nicht auf die Reihe bekommen hätte, mich umzuziehen. Und dann. Kurz nachdem das Training losgegangen ist und ich noch den ersten Übungsdurchgang beobachtet habe, habe ich meinem Schüler gesagt, ich muss raus, ich brauche frische Luft, ich muss von der Matte weg, ich kann jetzt gerade nicht, ich muss weg. Und dann bin ich raus und bin was essen gegangen. Das Essen war scheiße, das war richtig scheiße. Boah. Und dann kam ich auf die Idee, dieser CBD-Vape-Pen, der hat mir doch so geholfen, der hat doch körperlich so eine Entspannung herbeigeführt. Also wirklich, alles im Körper war einfach. Es war einfach schön. Es war sehr, sehr gut. Und dann bin ich in so einen Kiosk gefahren, zu so einem Kiosk, wo ich ja, den Mitarbeiter dort darauf ansprach, ob er sowas hätte, CBD-Öl. Und meinte, ja, habe ich. Aber ich empfehle dir nicht CBD. Ich empfehle dir das hier. Das ist HHC. Das ist besser.
für mich ist, ich weiß alles nicht, was das ist, so, ne? Ich meine einfach nur, ja, okay, warum ist das besser? Ja, das ist ein bisschen doller, finde ich. Ich denke erstmal, okay, Dollar ist ja erstmal jetzt nicht so schlecht, besonders wenn man das Intensitätslevel meiner Probleme berücksichtigt, denn das war wirklich schlimm. Diese Nackenprobleme hatten sich durch das Einzeltraining mit einem 25 Kilo wiegenden Sechsjährigen nicht gerade verbessert, einfach weil er das so gut kann. Und dann meinte ich, ja, okay, dann, aber das ist nicht psychoaktiv, ja, weil das ist kein THC drin, oder? Meinte, nee, nee, hat er mir die Zutatenliste gezeigt, das waren drei Zutaten, da stand irgendwas drauf. Auf jeden Fall stand da nichts von THC. Das war eine Mischung aus ein bisschen CBD, HHC und dann wahrscheinlich noch das Geschmack, dass der Rauch nach Limone schmeckt oder irgendwie so. Und weil ich meinte, ich krieg Panikattacken, es geht richtig schlimm, auf gar keinen Fall THC, ne? Nichts Psychoaktives. Ja, nee, nee, nee. Habe ich diesen Pen angefangen zu vapen, bin ich wieder zur Akademie gefahren, habe mich da vor die Akademie gesetzt in unsere Stuhlecke und habe dann einfach die ganze Zeit in diesem Ding gezogen. Und was mir halt irgendwie aufgefallen war, dass dieses Body High nicht so irgendwie kam wie am Freitag, als wir in Berlin waren mit dem CBD-Vape. Aber irgendwie trotzdem fühlte ich mich damit jetzt nicht gerade. Also es war schon entspannt, muss ich sagen. Es war definitiv entspannt. Aber irgendwas war komisch. Konnte noch nicht genau zuordnen, was es war, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, derbe bekifft zu sein. Dann haben wir uns beim Training verabschiedet, bin noch ein bisschen da geblieben, habe meine Sachen gepackt und bin nach Hause gefahren. Auf der Fahrt merke ich schon so, Alter, meine Augen sind echt voll so irgendwie, voll so ein bisschen schwer und irgendwie bin ich ultra entspannt, also wirklich ultra entspannt, aber nicht Body-High-mäßig. Und bin ich halt, oh, Ipsi Dipsi hat den Wäscheständer umgeschmissen. Dann bin ich halt zu Hause angekommen. Und dann habe ich gemerkt, ey, oh mein Gott, das ist einfach eins zu eins, wie als hätte ich Weed in einem Vape zu mir genommen. Und dann habe ich gemerkt, wie bekifft ich war. Ich habe erstmal kurz ein bisschen Angst bekommen, weil ich so dachte, Scheiße, jetzt kriege ich Panikattacken. Und ich hatte auch schon irgendwie die ganze Zeit nachgedacht, irgendwie. Ich denke nochmal so viel nach. Und wenn ich dann erstmal in einem negativen Gedanken gefangen bin, dann kommt darauf ein nächster Gedanke und dann ist man in so einer Negativspirale, aus der man nicht wieder rauskommt. Und dachte ich so, okay, alles in Ordnung, das kriegen wir jetzt auch noch hinter uns gebracht. Dieser Vape-Pin, der wird jetzt sofort nicht mehr benutzt. Weil ich habe die ganze Zeit einfach weiter dran gezogen. So, ich dachte, 600 Züge, ne, kann ich doch aufbrauchen. ja. Und dann war das halt so doof gelaufen, auf jeden Fall. Dann habe ich halt auch noch im Internet recherchiert und habe gesehen, ja toll, HHC ist irgendwie mehr oder weniger fast dasselbe wie THC. Das ist hochpsychoaktiv, das ist der große Unterschied zu CBD. Ich denke mir auch so, oh, was habe ich den Typen das nicht extra noch gefragt? Aber warum habe ich ihm das überhaupt geglaubt? So. Nur weil er das sagt, stimmt das ja nicht automatisch. Normalerweise bin ich immer kritisch, wenn es um die Verarbeitung von Informationen geht. Dann prüfe ich das immer doppelt. Ja, das hätte ich ja eigentlich auch sofort machen können am Handy, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe ihm einfach geglaubt. Ja, und dann kam ich aus der Dusche. Die Dusche war richtig geil, weil es war so schön warm. Und dann stand ich nackt in meinem Flur und plötzlich klopft jemand so hart an mein Fenster von der Straßenseite, wo man nicht einfach hinkommt, weil man so durch so ein Beet laufen muss, ne? Klopft richtig doll. Ich denke, was ist das denn jetzt? Wer zum Teufel will jetzt was von mir? Und vor allem so aggressiv. Sofort meine Klamotten gesucht, weil wenn da gleich irgendwas passiert, dann wollte ich das gerne im begleiteten Zustand machen können. Oh, hab ich mir meine Unterhose angezogen, meine kurze Hose angezogen, mein Oberteil angezogen. Und dann bin ich an meinen Waffenschrank. Ich habe zu Hause verschiedene Waffen versteckt, also alles legale Waffen. Aber aufgrund besagten Mordanschlages ist ja das einfach seitdem nötig, dass für den Fall der Fälle irgendwo ein paar Schlagstöcke und andere Dinge rumliegen. Habe ich mir meinen Schlagstock genommen, mein Handy in die Hand genommen, um noch die Polizei rufen zu können. Und dann merkte ich, wie unten im Treppenhaus die Tür geöffnet wird. Und dann gucke ich so durch das Schlüsselloch. Ich denke so, okay, was auch immer jetzt kommt, jetzt geht's richtig ab. Ne? Wer jetzt kommt, er wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel mit mir haben. Und dann kommen da einfach ein Polizist nach dem anderen rein. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Und dann waren das einfach sechs Bullen, die gerufen wurden, weil irgendwo im Haus irgendjemand einen Notruf abgesetzt hatte. Die hatten bei mir einfach nur geklopft, weil sie das Licht angesehen haben und nicht ins Haus kamen. Und ich, hey, derbe High. Und ich denke einfach nur, okay. Ich sollte keine Drogen nehmen, weil dann passieren solche Sachen, ne? Ja.
Doof gelaufen auf jeden Fall. Wer diesen Vape-Pin haben möchte, bitteschön, ich brauche ihn nicht.